Der Ring ist weg. Und ich wundere mich schon, so liegt es hier. Das Fenster war auf und es war ja wie durchsucht. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Ring. Der war nämlich noch von meinem Mann. Und mein Mann ist jetzt schon gestorben. Und der hat auf eine ganz komische Art und Weise ist er zu dem Ring gekommen. Und wem hast du denn als den Ring gezeigt? Also ich glaube, ich habe ihn auch hier meiner Nachbarin. Ja. Aha. Ja, den habe ich schon mal gesehen, hört mal. Also, da würde ich an eurer Stelle aber vorsichtig sein. Den hat die Frau Luschke hier immer rumgezeigt, überall. Da war die ganz stolz drauf. Aber ich sag euch, das ist unheimlich. Also dieser Ring, der bringt Unglück, sag ich euch, ja. Wenn ihr wirklich was über diesen Ring wissen wollt, da wüsste ich jemanden, den ihr fragen könntet. Ja, also der wohnt hier auch in der Nähe. Der heißt Professor Murmann. Das ist ein Altertumsforscher. Der kann euch bestimmt was über den Ring erzählen. Direkt um die Ecke. Okay. Alles klar, dann müssen wir jetzt hier nur da hinten rechts ein Stückchen geradeaus und dann müssten wir schon auf die Viktoriastraße stoßen. Aber irgendwie war auch komisch, dass die Oma, die hat ja gesagt, hat den Ring nur manchmal getragen. Und sie hat gesagt, ja, die hat ihn immer getragen, überall rumgezeigt. Ja, vielleicht war sie auch ein bisschen neidisch, ne? Hört sich ja auch so ein bisschen so an. Darum hat sie auch rumgehoben. Nein! Ja, dann weiß ich nicht so genau, ne? Klar! Ja. Sie hat irgendwie gesagt, es gibt ein Geheimnis um den Ring. Da bin ich ja mal gespannt, was dieser Professor Murmann jetzt da sagt. Und wenn es an der Haustür 54 gar keinen Murmann gibt, dann müssen wir noch mal zurück. Ja, dann müssen wir. Und wenn die jetzt der Teil abhaut? Also dann hätte sie uns ja den totalen Quatsch erzählt. Eigentlich sollten wir die Putzfrau überwachen. Überwachen, dann müssten wir uns trennen. Ja. Na, das ist aber nicht so gut. Einer kann halt hier gehen und einer kann nicht mehr. Ich würde vorschlagen, wir suchen jetzt erstmal Informationen bei diesem Mann. Oh Mann, das interessiert mich auch, was der zu sagen hat. Sollen wir da mal klingeln? Ja. Ich hab schon dran. Hallo? Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wir suchen Informationen zu einem Ring. Wenn ihr? Ja, die sind doch Altertumsforscher. Ja, komm mal hoch. Okay. Hallo. Roman, hallo. Hallo, kommen wir schon mal hier rein, hier immer rechts. Hallo. Guten Tag. Roman, hallo. Hallo, Information, hallo, Murmann. Hallo, da sind ja noch zwei. Hallo. Hallo. Roman, komm mal rein. Hallo. Ja, hallo. Ja. Okay. Mach mal nichts durcheinander hier. Richtig bei dir. Ja. Wenn du was über den Ring wissen wollt, ja, komm mal rein. Ja, warte. Leider nicht auf Besuch vorbereitet. Boah. Kommt mal rein. Ihr könnt euch mal hier hinsetzen. Vorsicht, nicht da drauf treten. Einfach nur durchgehen, setzt euch da. Okay. Könnt die Sachen am Schoß nehmen, aber macht mir nichts durcheinander, ja? Scheiße, jetzt schon alles durcheinander. Ah, Mensch, ey. Ich dachte schon, es wäre jemand vom Arbeitsamt. Ich hatte nämlich meine Assistentin ist verschwunden und die vom Arbeitsamt wollten mir jemand Neues schicken. So, pass mal auf. Habt ihr alle Platz? Pass auf, nicht darauf setzen, auf keinen Fall. Da sind wichtige unter. Komm her. So, setz euch mal dahin. Sieht ja aus wie beim Professor. Ja. Wie gesagt, meine Assistentin ist verschwunden. Keine Ahnung, ich habe da fast schon versucht anzurufen, aber irgendwie, Nummer ist falsch, oder? Naja, jetzt stehe ich hier und sieht ein bisschen chaotisch aus, aber gut, kann man nichts machen. So, erzählt mal, was wollt ihr wissen? Kennen Sie irgendwelche über den Ring? Ja, den kenne ich. Haben Sie einen Menschen gesehen, der diesen Ring hat, anhat? Nee. Woher kennen Sie den? Das müsste der Ring der Fastrada sein. Ich habe hier auch
ein Bild. Ach, an dieser Unordnung. Ah, hier. Hier, da. Derselbe Ring, oder? Wissen Sie irgendetwas über den? Ja, das ist der Ring der Fastrade. Den, ihr kennt doch bestimmt die Sage von der Fastrade, oder nicht? Nein. Nein. Kennt ihr nicht? Also, ist es derselbe? Ja. Ja. Ja, ne? Ja, das ist meins. Also, es war so. Früher lebte der Kaiser Karl hier in Aachen. Das wisst ihr. Ja. Und zur Zeit des Kaiser Karls lebte eine alte Hexe hier in Aachen. Aachen war ja damals noch viel kleiner, ne? Für die Stadtmauer und so weiter. Und diese Hexe hieß Fastrada. Und die wollte nichts sehnlicher als den Kaiser Karl heiraten. Ja? So, und weil die aber schon ziemlich alt war und dann nicht so besonders gut aussah, waren die Chancen eigentlich gleich null. Weil sie aber eine Hexe war, war sie eben auch in der Lage, Dinge zu verzaubern. Und da hat sie überlegt, ich nehme einen Ring, verzauber den so, dass der Kaiser Karl sich in den, der den Ring trägt, verknallt. Gesagt, getan, den Ring verzaubert, angezogen, so in der Nähe vom Kaiser Karl vorbeigeschlichen und tatsächlich, der hat sich voll in die verknallt und die haben dann schon, ich glaube, 3 Monate später geheiratet. Und weil die auch schon sehr alt war, hat die Fastrada das nicht sehr lange überlebt. So, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre später starb die Fastrada. Und der Kaiser Karl war immer noch total verknallt in die. Und dann wurde die aufgebahrt im Rathaus und dann hat die da tagelang rumgelegen. Der wollte die nicht beerdigen lassen, weil der so total verknallt war. Und der Bischof, der damals in Aachen regierte, ach, wie hieß er noch? Bischof Turpin, der konnte das natürlich nicht zulassen. Man konnte ja keine Leiche, es gab ja keine Klimaanlage und nichts. Man konnte ja keine Leiche tagelang, wochenlang rumliegen lassen. Und dann ist er hin zum Karl und dann wollte der den überreden, dass der die beerdigen lässt und so. Und kommt da an und der Karl war aber nicht da. Keine Ahnung, war in irgendeiner Besprechung oder so. Und dann ist er alleine in den Raum, wo die aufgebahrt war. Und ja, da stank es natürlich schon total und so. Und dann hat er da gewartet und hat auf einmal diesen Ring gesehen am Finger von der Hexe. Und hat den Ring einfach abgezogen, um den sich mal anzugucken. Ne? Und dann da hört er aber schon die Türe. Ja, was macht er? Dann hat er den Ring schnell auf seinen Finger gesteckt, damit es nicht auffiel. Ja, und der Karl fuhr sofort auf den ab. Und er hat sich sofort in den verliebt, also quasi, obwohl es jetzt dann natürlich ein Mann war. Aber ja, gut, der Zauber mit dem Ring, der funktioniert ja immer noch. Und dann hat er den total bedrängt. Der Bischof fand das natürlich super scheiße. Und ist dann raus aus dem Rathaus und dann abgehauen. Der Karl immer hinter dem her. Und dann sind die dann bis hier in den, da in den Park dahin. Bis in den Park gekommen da. Und dann hat der Karl ihn eingeholt und die so total gerangelt. Und dabei hat er den Ring verloren. Der Bischof. Und dann ist der Ring in diesen See gekullert und dann hat der Karl sofort von ihm abgelassen zwar, aber hat sich dann in diesen Ort verliebt. Mhm. Ne, also da war ja damals natürlich keine Burg, es war ja einfach nur so ein Tümpel, ne, Wiese drumherum und so weiter. Und da hat er dann die Frankenburg bauen lassen. Und der Bischof hat sich dann gedacht, Mensch, ich muss irgendwas mit dem Ring zusammenhalten, also zu tun haben. Und der hat dann veranlasst, dass so eine Ordensgemeinschaft, die hatten so ein Kloster da in der Nähe, dass die diesen ganzen See absuchen und die haben tatsächlich diesen Ring auch gefunden und der hat die dann gebeten, diesen Ring aufzubewahren. Ja? Also, dass sie den Ring behüten sollten, dass eben keiner jetzt mit diesem Ring was anstellen konnte, also irgendwie eine Macht über den Kaiser kriegen konnte und so, ne? Und dann hat er, dann haben die den verwahrt, die Mönche, und im Zweiten Weltkrieg, da ist ja auch Aachen total bombardiert worden und so, ne? Mit Fliegerbomben und so weiter. Und dann ist dieses Kloster da in Brand geschossen worden, ne? Wo die Mönche lebten. Und dann ist der Ring geklaut worden. Wir wissen bis heute nicht, ob das jetzt ein Aachener war oder ob er irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch zerstört worden damals. Aber es war immer so das Gerücht, er sei nochmal aufgetaucht und so weiter. Und keine Ahnung. Ja, seitdem ist er halt weg, der Ring. Ne? Und ihr behauptet jetzt, dieser Ring wäre jetzt jemandem gestohlen worden. Ja, Frau. Luschke als meine Oma. Ja. Luschke? Ja. Keine Ahnung, nie gehört. Luschke kenne ich nicht. Und das soll die, und wo wohnt die Frau Luschke? Die wohnt in hier bis Hofer Weg. Hier ja, um die Ecke. Nummer, echt? Nummer 11. Hier hoch und dann links hoch. Links hoch. Stock Nummer 11. Also ich beschäftige mich jetzt. Wissen Sie denn, wer den klauen könnte, weil der den Ring so gern hat? Keine Ahnung. Wie heißt die Hausnummer?
Also ich suche den Ring schon seit schon fast so lange, wie ich arbeite. Dann beschäftige ich mich mit dieser Sage total. Und ich habe aber nie irgendwie einen Anhaltspunkt gefunden, wo er denn sein könnte. In der Hausnummer 11 ist eine Putzfrau, die sie kennt. Also, ja, ich kenne natürlich viele Leute hier. Ich wohne hier schon 50 Jahre. Kennen Sie denn eine Putzfrau aus diesem Haus? Also, keine Ahnung, wie heißt die Putzfrau? Leider müssen wir wissen ja. Ja, wie gesagt, ich kenne viele Leute hier. Ich wohne hier schon seit 50 Jahren in dem Haus hier. Also, ich bin ja ein bisschen auffällig so als Typ und mich kennen halt viele Leute auch hier. Aber was total wichtig ist, also der Ring, also wenn ihr irgendwie was rausfindet, ihr dürft den auf keinen Fall, also die Oma darf den nicht behalten. Der Ring muss zu den Mönchen zurück. Also das ist total wichtig und der ist auch unheimlich, also es ist gefährlich, wenn man diesen Ring einfach so jetzt nimmt und damit irgendwelchen... Sie malen einen Fluch. Ja, also, ja, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, ich muss auch jetzt weg, Leute, ihr müsst jetzt... Kommt, ich habe noch eine wichtige Sache zu erledigen. Okay, mehr kann ich euch jetzt nicht helfen. Ihr könnt gerne. Was gehen, oder? Ja, ihr könnt gerne mal kommen, aber ich muss jetzt dringend weg. Oh, mir fällt einfach nicht zu erledigen. Okay? Tut mir leid. Okay, pass auf, Wiedersehen. Ich berufe euch. Nein. Ja. Hier. Schau. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt weg. Okay.